Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Mit der zweiten Episode im ersten DLC, das Schattenerbe. Und ja, wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Wir müssen mit Natakas in Partei sprechen und der ist hier auch gleich. 85 Meter. Schauen wir nochmal hin, was uns der zu sagen hat. Und ich bin gespannt, wie lange das DLC hier noch geht. Da. Eine Machtdemonstration. Mit dir hatten wir nicht gerechnet, Orca. Meine Waffen, Soldat. Wo sind sie? Sie wurden bisher nur eingebaut. Feuere sie ab. Aber es ist nicht sicher. Feuere sie ab. Du bleibst hier. Okay, die auch so Feuer drauf. Bis morgen in Ordnung. Ja, Flottenführerin. Die Skylla erwartet meine Rückkehr. Doch erst werde ich eure Arbeit in den Werften inspizieren und nachsehen, was ihr Stümper noch vermasselt habt. Bewegung! Der Orkan. Das wird nicht einfach. Schon gar nicht, wenn diese Waffe einsatzbereit ist. Aber die Waffe ist noch nicht einsatzbereit. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen etwas unternehmen. Klingt, als hättest du einen Plan. Wir müssen ihr nach. Wenn wir die Sache jetzt und hier beenden, ist das besser für uns alle. Wir müssen sie abfangen. Gehen wir zur Werft. Dann schauen wir mal, ob wir sie ist gleich... Nicht weit. Komm mit. Da hat jemand zugehört. Okay, machen wir das Big Bang-Gerät an, Leute. Servus. Dann schauen wir doch mal. Begib dich zur Schiffswerft. Okay. Stelle Nachforschungen zum Aufenthaltsort des Orkans an. Sie wurde auf dem Weg zu einer Schiffswerft gesehen. Okay, sind eh schon Untersuchungspunkte. Die Frau, die das Sagen hat, kennst du sie? Ich weiß nicht. Bitte lass mich in Frieden. Okay.
stimmt doch etwas nicht. Dass es eine Falle ist oder so. Die Frau, die hier vorbeikam. Wo ist sie? Sie ist fort, hoffe ich. Poseidon, steh uns bei. Da draußen ist etwas. Oder jemand. Ich suche nach der Frau, die hier alles leitet. Die Waffe ist bereit. Gott, die hört sich an, als wenn sie leid tun würde, wenn die Waffe nicht bereit wäre. Irgendjemand folgt mir. Wo ist die Verantwortliche hier? Pass auf, dass man dich nicht hört. Ihre Augen und Ohren sind überall. Da. Ja, die Ladescreens sind echt nicht mehr normal. Der Orkan war nicht auffindbar. Ich fand das hier. Der Orden vermutet, dass wir nach Heia sind. Der Orkan soll uns fangen. Das war eine Falle. Vater, er muss davon erfahren. Und zwar schnell. Ah, da ist schnell, ne? Wir werden verfolgt. Nein, wir werden gejagt. Da, dieses Lagerhaus. Ich lenke sie ab und verstecke mich. Ab da übernimmst du. Ja. Sorge für Aufruhr und gehe dann zum Lagerhaus. Ich bleibe zurück, um erst einmal zu sehen, wie viele es sind. Bist du bereit? Wie konntest du nur? Ich habe dich geliebt, du Monster. Komme nicht zu nah. War schon. Okay. Sag mir, wo der Orkan ist. Was hat sie vor? Sie baut eine Waffe, die an ihrem Schiff, der Skylla, angebracht werden soll. Und sie hat ganz Achaea abgeriegelt, um dich zu fangen, Adlerfrau. Du kannst nirgendwo hin. Die Skylla wird dich aus dem Wasser jagen. Ihre Flotte wird dich zermalmen. Du wirst sie nie besiegen. Das haben wir schon öfters welche gesagt. Wenn der Orkan nach uns sucht, sollten wir ihre Flotte versenken, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Fast hätten wir den Orkan gehabt. Schauen wir mal schnell. Uftkare.
Okay, wir haben jetzt hier die Quest. Wir müssen praktisch ihre Flotte versenken. Okay, das dürfte jetzt nicht so schwer werden, hoffe ich mal. Haben wir noch eine andere Quest offen? Finde und beschaffe, dann machen wir erstmal das andere, bevor wir hier die Flotte versenken. Finde und beschaffe den Schatz des Ayantides. Da hinten, na, das müssen wir sowieso machen, weil es hier... Okay. Vielleicht erstmal das hier. Festung. Wo ist diese blöde Festung? Reglon. Müsste hier sein. Dann könnten wir doch dort mal hinporten. Ich mache jetzt so ein bisschen erstmal die Nebendinger, bevor ich hier die Flotte zerstöre. So, dann wollte ich noch mal schnell was schauen, Leute. Und zwar bei den Trophies. Episode 2, wenn du gar nichts hier erreicht. Deswegen mit Hilfe Schnellfeuer. Schiffe im Brand, heile durch Richterspruch des Löwen. Okay, ich glaube, die wollte ich nämlich mal anschauen, weil ich glaube, die Waffe haben wir nämlich schon. Da schauen wir doch gleich mal ins Menü rein. Ins Inventar. Haben wir die Waffe schon? Richterspruch des Löwen. Stolz des Löwen? Oder haben wir die noch gar nicht? Die haben wir noch gar nicht. Okay, dann bekommen wir die erst noch. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, hier haben wir auch noch was. Was haben wir hier? Oh, Schmander. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Festung. Die ist da oben. Oh, das ist die große Festung, okay.
Holen wir uns den letzten Hinweis. Hier müsste der Hinweis irgendwo sein. Da wäre ich. Okay. Ich werde jetzt aber nicht das ganze Ding hier clearen, Leute. Ich werde mir nur den Hinweis snacken. Weil die Festung ist ja eigentlich schon fertig. Und da wird auch nichts Besonderes mehr drin sein, denke ich. Diesen Berg hier, ey. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Okay, 50 Meter noch. Der wird nicht so schwer sein, dass wir das Ding hier kriegen. Briefe, die ich brauche. Der Orkan ist eine brillante Strategin. Ein offener Kampf bringt nichts. Wir brauchen einen Plan, um sie zu besiegen. Okay, hätten wir das auch? Sehr schön. Gut. Dann die Flotte des Orkan. Ja, das ist alles hier eigentlich jetzt, glaube ich, oder? Also mir kommt sofort, wenn sich jetzt alles hier Spuren und Parteien nach. Das könnten wir noch machen. Ne, das ist ja das hier. Und die 5, ja, und das ist das Vermächtnisding. Okay, und das Vermächtnisteil hier ist auch dort oben. Na gut, dann machen wir gleich hier weiter, würde ich sagen. Sonst ist hier nichts. Das heißt, wir werden einmal eine schnelle Reise zur Adrastea machen. Genau. Und dann würde ich sagen, auf Schiff und dann rein in den Fight. Aber ich glaube, Leute, das machen wir in der nächsten Folge, weil ich glaube, das wird nämlich länger dauern. Das sind doch schon wieder 20 Minuten. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann könnt ihr gleich von Anfang an hier den Fight anschauen. Also was wir machen könnten, wir könnten noch mal schnell zum Schmied schauen, ob wir noch irgendwie ein bisschen was leveln können. So, hier gehen wir mal runter. So, hier war irgendwo ein Schmied.
Genau, hier vorne war der. Ja. Schauen wir noch mal was. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Verbessern. Und zwar wollte ich mal schauen. Nee. Ist alles auf Max. Nee, Leute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran, weil dann werden wir nämlich die Flotte zerstören. Also ich hoffe es zumindest. Aber ich bin da guter Dinge. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.